Der nächste Vortrag schließt eigentlich wunderbar an. Er zeigt ein ganz anderes FabLab. Eins der größten und best ausgestatteten FabLabs in Europa. Was jetzt in dieser Reihe eigentlich noch nicht gezeigt wurde. Also weder ein Fitnessstudio noch ein Vereinsheim in dem Sinne, sondern es handelt sich um das größte und best ausgestattete FabLab im Zusammenhang mit einem Flüchtlingscamp in Nordgriechenland eingerichtet wurde. Wie ich gehört habe, habe ich nicht nur einen Redner jetzt, sondern gleich drei. Ich freue mich darüber. Es wird dann also dreimal so gut. Florian Horsch, Michi Wittmann und Franzi Wirtensohn werden uns von ihrer Arbeit erzählen. Habibi Works, richtig? Sie haben auch ein Modell, wunderbares Modell vom Dom mitgebracht, was ich hier sehe. Und ich bin sehr gespannt, wie die Arbeit in diesem Flüchtlingscamp vonstatten geht. Seid ihr soweit? Wunderbar. Dann gebe ich euch die Bühne und ich bin gespannt, was uns erwartet. Danke. Weil hier im Desktop passt, siehst du, das macht er nur in der Präsentation. Ja gut, dann machen wir es. Aber wir wissen nicht, warum. Okay. Hallo, guten Mittag. Wir müssen mit ein bisschen verzogenem Bild zurechtkommen, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich muss hier rüber, ne? Dass ich drücken kann. Okay, also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid und Interesse an unserem Projekt zeigt. Ich stelle kurz mal das Team vor, was wir heute dabei haben. Das bin einmal ich, Florian Horsch. Ich habe relativ viel in den letzten Jahren im Thema 3D-Druck gemacht in der Maker-Szene. Und das sind meine zwei Kollegen und Münchner, das Münchner Künstlerduo Franzi und Michi. Hallo. Hallo. Hier gerade im Versuch, sich gegenseitig hochzuheben. Können wir vielleicht später auf der Bühne nochmal live vorführen. Okay, genau, wir haben ja durch Anne jetzt auch schon einen perfekten Einstieg bekommen, was ein FabLab ist. Und wir haben jetzt so eine recht spezielle Variante von einem FabLab. Und dementsprechend steigen wir da direkt mal ein und versuchen erstmal zu verstehen, wie kam es dazu? Also wie kommen wir dazu, ein FabLab in Nordgriechenland zu gründen? Und da gucken wir am besten erstmal auf die Gesamtsituation. Das war für uns Ende 2015 einfach der Fall, wie jeder in Medien mitbekommen hat. Irgendwie die Flüchtlingskrise, auf einmal kamen diese Menschen aus Syrien, Irak, Afghanistan, aus Afrika natürlich schon seit Jahrzehnten. Und für uns wurde das Thema brennender. Wir wollten uns als Europäer auch irgendwie informieren, was da an unseren Außengrenzen vor sich geht. Und haben uns deswegen in diese Situation einbringen wollen. Hier vielleicht kurz als Disclaimer an euch auch. Wir sind da total offen auch für kritische Rückfragen, falls ihr irgendwie ein totales Problem mit der ganzen Thematik habt oder irgendwie nicht versteht, was jetzt Deutsche in Griechenland machen oder was das Ganze soll, warum die Leute überhaupt kommen, dann sind wir da auch wirklich mehr als verfügbar dafür, auf die Fragen hoffentlich kompetent und offen beantworten zu können. Um das Ganze zu ermöglichen, könnt ihr gerne euer Smartphone aus der Tasche ziehen, auf Slido gehen, slido.com oder sly.do und einfach einmal Make Munich in das Feld eintippen und könnt darüber dann auch Fragen stellen, die wir dann zusammen gemeinsam beantworten können. Genau, hier nochmal die Karte, dass ihr einfach die Situation vor Augen habt. Links haben wir Griechenland. Mal gucken, ob der Laserpointer funktioniert. Nee. Links haben wir Griechenland und die griechischen Inseln, die gehen ja tatsächlich bis an die türkische Küste hier ran. Also die sind teilweise nur, ich glaube, 4,5 Kilometer entfernt. Und das ist genau die Stelle, wo die Leute sich dann in der Türkei, in Izmir, auf die kleinen Schlauchboote setzen und gerade diese paar Kilometer rüber auf die Inseln fahren. Jetzt seit März 2016 passiert das kaum noch oder nicht mehr so häufig. Davor waren es mehrere tausend Menschen pro Tag und jetzt sind es aktuell noch so 100 bis 200 Menschen pro Tag circa, die diese immer noch sehr gefährliche Überfahrt wagen. Und wir haben damals gesagt, es war Weihnachten 2015, haben wir gesagt, okay, wir haben ein bisschen Zeit über Neujahr. Mein Bruder ist Koch, lass uns doch runterfahren mit dem Kochequipment von meinem Vater, der wiederum ein Catering-Unternehmen hat und lass uns irgendwo Suppe kochen, irgendwo auf der Balkanroute. Und uns hat die Fahrt dann tatsächlich bis nach Athen verschlagen. Das war damals so ein bisschen dieser Hotspot,
wo im Grunde genommen die ganzen Menschen, die von den Inseln irgendwie ans Festland gebracht werden mussten, in Athen ankamen. Das heißt, in Athen war es wirklich ein pures Chaos. Auf zwei großen Plätzen waren Hunderte von Menschen, haben im Winter gefroren, hatten keine Versorgung, kein Essen, wussten teilweise nicht, wie es weitergeht. Und genau in dieser Phase haben wir uns einen Verein gegründet, Soup & Socks. Name war Programm, das heißt, wir haben Suppe gekocht und hatten ein paar Kleiderspenden dabei. Standen auf zwei großen Plätzen in Athen und haben damals, das Motto war so ein bisschen Cooking for People. Also das heißt, wir haben für Menschen gekocht, wir haben auf einem Campingplatz gekocht, haben das zweimal am Tag auf diese Plätze gebracht und dann ausgegeben. Das ganze Thema hat uns dann nicht mehr losgelassen. Wenn man einmal in der Situation drin ist und wirklich mit den Menschen Kontakt hatte, dann gibt es da eigentlich diese Frage nicht mehr, gehe ich da nochmal rein oder nicht. Das heißt, wir haben einfach für den nächsten Zeitslot geguckt und haben geguckt, wann können wir uns wieder einbringen, möglicherweise auch länger. Und hatten dann die Möglichkeit, einen Monat so im März, April wieder runterzugehen. Sind damals mit dem Auto wieder von Italien rübergekommen, mit der Fähre Igoumenitsa angekommen und haben gesagt, wir fahren runter nach Athen und gucken einfach, wo wir gebraucht werden. Eine Stunde später auf der linken Seite von der Autobahn war dann dieses Camp Katsikas ganz frisch aufgemacht. 3 Tage war es damals, oder 7 Tage, glaube ich, war es damals in Betrieb. Im Grunde Europas teuerster Kuhacker. Es ist wirklich einfach ein Acker gewesen, mit Kies aufgeschüttet, Zelte draufgestellt, 1200 Leute reingepfercht und keine Organisation, niemand hat wirklich da was gemacht. Das heißt, wir haben uns dann zusammen mit ein paar Spanierinnen da engagiert und haben unser neues Projekt gestartet, was dann nicht mehr Cooking for People war, sondern Cooking with People. Also die Idee war, dass man mit Menschen kocht. Das heißt, wir haben uns mehr darauf konzentriert, diese Gemeinschaftsküche aufzubauen und dann gemeinsam mit den Menschen zu kochen. Okay, ich muss mich ein bisschen sputen, merke ich gerade, genau. Dann sind wir im August wiedergekommen und damals haben wir dann mit diesen Menschen in dem Camp, die ja da auch bleiben müssen, Freundschaften geschlossen, haben gesagt, okay, wir müssen dahin, müssen mit diesen Menschen irgendwie was bewegen, die Situation verbessern und sind mit einem wesentlich größeren Projekt zurückgekommen, sind seitdem auch nicht mehr gegangen. Also wir sind jetzt seit August 2016 dauerhaft vor Ort mit unserem Projekt Habibi Works. Und Habibi Works ist genau dieses FabLab in der Nähe eines Flüchtlingscamps. Das Ganze findet in der Stadt oder in der Nähe der Stadt Yannina statt. Das ist in Nordgriechenland, wie gesagt. Und das ist so eine ganz typische Situation. Man hat die Stadt hier direkt an diesem großen See. Und dann gibt es davon einen Vorort, das ist dann Katsikas. Und außerhalb des Vororts, möglichst weit außerhalb jeder Zivilisation, baut man dann ein Flüchtlingscamp. Das läuft in Deutschland ja teilweise auch nicht anders. Man sieht immer, die besten Projekte sind eigentlich die, wo man die Leute rein in die Stadt holt und auch wirklich Integration ermöglicht, anstatt sie nach draußen zu bringen. Hier nochmal rangezoomt. Das heißt, wir haben hier unsere Halle, 700 Quadratmeter, hier oben dieser blaue Fleck. Und hier, wie gesagt, Europas teuerster Kuhacker. Da wird immer noch unendlich viel unserer Steuergelder reingeblasen, obwohl das alles keinen Sinn gibt. Das interessiert aber da unten niemanden. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, eine große Halle war ein ehemaliges Möbelhaus, die wir uns so eigen gemacht haben. Und wir steigen da jetzt einfach mal ein mit einer Fototour. Das heißt, wir zeigen euch einfach ein paar Bilder, was wir da täglich machen. Nochmal die Erinnerung, Fragen gerne über slido.com, Make Munich. Wir sind uns so ein bisschen treu geblieben bei der ganzen Sache und haben gesagt, okay, wir haben gekocht, das hat super funktioniert, so Kochen und Essen ist immer so ein Gemeinschaftserlebnis, multikulturelle Geschichte, wir kochen mal was Deutsches, dann wird was Syrisches gekocht, auf einmal kochen die Afghanen zusammen mit den Irakern. Genau diese Erlebnisse wollen wir erzeugen, das heißt, wir haben eine große Küche drin, was, glaube ich, recht unüblich für FabLabs ist, kann ich aber nur empfehlen, funktioniert super, das läuft sicher auch in Deutschland sehr gut. Genau, also da werden da ganz tolle Gerichte gemacht, syrische Küche ist ein Riesenknaller, wir hätten euch gern was mitgebracht. Wir machen dann aber auch Zusammenarbeit mit anderen großen Organisationen, zum Beispiel ist Oxfam vor Ort und die haben das Problem, dass das Essen, was die teilweise in Hotels oder Apartments geliefert bekommen, die Menschen einfach nicht schmeckt, weil die griechischen Köche vielleicht sich nicht so anstrengen oder nicht den Geschmack dieser Leute treffen. Und teilweise könnte man viel günstiger kochen, wenn man einfach verstehen würde, wie die Leute gern essen würden. Die essen einfach gerne viel Reis, also muss man halt was mit Reis machen. Und was wir dann machen ist, wir bieten Kochworkshops an, wo Geflüchtete in unserer Küche den griechischen Köchen beibringen, wie sie gerne das Essen gekocht haben würden in den Hotels, wo sie in einer Notfallmaßnahme im Winter reinquartiert wurden. Also das heißt, es sind genauso Begegnungssituationen, die wir erzeugen wollen, dass sich auf einmal auch so Verhältnisse komplett auf den Kopf stellen. Wir haben einen großen Holzworkshop, wo dann auch schöne Situationen entstehen, wo auf einmal der kleine, ich glaube 12-jährige
Mahmoud irgendwie einer ganzen Gruppe von Leuten erklärt, wie es läuft. Und er hat auch einmal 2 Tage lang den Holzworkshop komplett geschlossen, weil er gesagt hat, hier sieht es so aus wie Sau. Hier geht mir niemand mehr rein, bevor ich das Ding aufgeräumt habe. Genau. Hier unten sieht man auch, wir setzen natürlich viel Werkzeuge ein. Hier jetzt der Firma Bosch. Also wenn jemand von Bosch da ist, wir sind auch immer für Sponsorings offen. Liefern dann auch gerne Fotos. Genau, diese Situation, dass wir dann Situationen erzeugen, die man nicht erwarten würde, das passiert immer wieder, dass man dann Frauen massiv auch im Holzworkshop hat und sagt, warum nicht? Und die da natürlich einen riesen Spaß haben. Auf der anderen Seite guckt man dann vielleicht in die Nähecke und hat dann auf einmal professionelle Näher aus Afghanistan an den Maschinen hocken, während die Frauen neben dran sitzen und sagen, wie sie gerne ihr Kleid hätten. Also da werden dann gespendete Kleider angepasst oder komplett neue Sachen gemacht. Wir haben eine Siebdruckwerkstatt. Wir haben einen Metallworkshop, der sehr groß und auch sehr professionell dank privater Spenden ausgestattet ist. Wir haben zum Glück viel Freiraum außenrum, wo man dann auch mal dreckigere und größere Projekte bewerkstelligen kann. Wir haben ein Kreativatelier, wo wir einfach viel Platz haben, wo wir Tische auf Rollen umstellen können und von mit Ölfarben malen bis hin zum Wachs, also Kerzenworkshop oder Seifenworkshop können wir da alles machen. Wir haben ein großes Media Lab, wo wir bis zu 7 3D-Drucker im Einsatz haben, unter anderem ein gespendetes Modell von der Firma Ultimaker, wo wir dann natürlich auch Workshops machen. Also wie erstelle ich meine eigenen 3D-Modelle? Ich muss mich ein bisschen sputen, ne? Sonst kriege ich von den beiden eins auf den Deckel. Die stellen nämlich unser größtes Projekt tatsächlich vor. Also ich gebe jetzt noch einen ganz schnellen Rundumschlag, was alles gemacht werden kann. Und dann fokussieren wir uns auf unser bisher größtes Projekt. Großen Lasercutter haben wir auch auf Leihbasis von Cameo Laser. Das ist wirklich eine sehr großzügige Leihgabe. Wir haben Mapping-Workshops schon gemacht, wo die Jugendlichen im Grunde genommen ihre zerbombten Heimatstädte nochmal verstehen können und im Grunde genommen über Google Maps und andere Tools zurückgehen können und dann mit einem Experten der Uni Heidelberg das Ganze kartografisch aufarbeiten können. Wir haben einen Eggbot, wo man natürlich zu Ostern auch mal Quatsch mitmacht mit Eiern und anderen runden Gegenständen. Wir versuchen, die Jugendlichen dran ranzuführen, ihr Studium weiter fortzusetzen über Kyren. Das ist eine große Online-Universität, speziell für Geflüchtete, was aus Berlin her betrieben wird. Ein sehr tolles Projekt auch. Wir drucken auch mal flexible Schuheinlagen, wenn es notwendig ist. Hier ist ein Workshop, wo es einfach so um soziale Kompetenzen in Europa geht. Wie kann ich ein Haus mieten in Europa? Wie buche ich einen Flug und so weiter? Also diese ganzen Skills, die man in einer fremden Umgebung vielleicht nicht so kennt. Wie bezahle ich? Wie funktionieren Kreditkarten? Solche Systeme gibt es teilweise gar nicht im arabischen Raum, aus religiösen Gründen. Das heißt, da führen wir an viele neue Sachen ran. Wenn man das jetzt alles so hört, könnte man auf die Idee kommen, dass irgendwie bei uns alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und irgendwie so ein bisschen Disney World für Geflüchtete. Hier jetzt auch wieder so eine Szene, wo die Clowns Quatsch machen mit den Kindern. Und das ist halt jetzt das, was wir mit unserem Projekt erreichen können, dass wir positive Momente erzeugen können. Auf der anderen Seite ist aber auch die Realität einfach die hier, dass es die regenreichste Stadt in ganz Griechenland ist, dass es extrem kalt war im Winter und dass es einfach ein scheiß Leben da oben ist. Also es gibt halt keinen Sinn, da Leute warten zu lassen, wenn eigentlich die EU-Länder ja auch Zusagen gemacht haben, dass sie die Leute aufnehmen. Aber das Ganze politisch immer wieder so verzögert wird, dass die Leute jetzt schon seit über einem Jahr warten und auch mit ihrem Leben nicht weiterkommen. Die Kinder haben seit 5 Jahren keine Schule und so weiter. Deswegen sind wir Teil einer Initiative, Sick of Waiting. Das beschreibt genau diesen Zustand. Dieses Sick kann man wirklich wörtlich auch nehmen. Also wir haben wirklich viele Kranke, auch depressive Leute natürlich, die dann über den Zeitraum nicht mehr, keine Perspektive mehr sehen. Vorgestern ist ein kleines Baby in Athen gestorben, was in Deutschland auf jeden Fall hätte geheilt werden können. Das sind alles Sachen, die machen uns wütend, die machen uns traurig. Deswegen bitten wir euch auch, auf dieser Kampagnen-Webseite mitzumachen, sickofwaiting.org. In München gibt es bisher nur 6 Unterstützer. Es geht nicht wirklich darum, wenn ihr euch da als Welcomer registriert, geht es nicht wirklich darum, dass ihr jemanden in eure Wohnung aufnimmt. Es geht mehr darum, dass ihr als Deutsche, als Europäer sagt, wir wollen, dass die Zusagen, die getroffen wurden, dieses EU-Relocation-Programm, dass es erfüllt wird. Wir wären euch da sehr dankbar. So, jetzt gehen wir nochmal raus, außerhalb Habibi Works. Wir haben natürlich auch viel mit Kunst gemacht und die Fassade zum Beispiel angemalt. Wir haben auch das große Glück gehabt, dass wir mit der Kemptner Hochschule ein Projekt gestartet haben, wo wir einen großen Pizzaofen an den Start gebracht haben und mit den Leuten zusammen wirklich tolle Sachen backen können. Da nochmal einen herzlichen Dank an Professor Meyer. Ich weiß nicht, ob er heute bei uns ist.
Genau, da wird dann alles von Fladenbrot in verschiedenen regionalen Ausprägungen bis hin zu Pizza gemacht und natürlich verspeist. Wir haben ein Gartenprojekt inklusive Hühner. Und jetzt seht ihr im Hintergrund hier so eine etwas ulkig aussehende Holzstruktur. Und genau darum soll es jetzt gehen. Und ich übergebe an Franzi und Michi. Genau. Wir stellen jetzt detaillierter das größte Projekt von Habibi Works vor. Und zwar die zwei Fragen, die sich uns am Anfang gestellt haben, waren: Was brauchen die Geflüchteten dort, um die Situation noch zu verbessern? Und wo steht eigentlich ihr Interesse? Genau. Dann war ziemlich schnell klar, als wir angekommen sind, Franziska und ich, okay, also es ist der Wunsch und auch die Notwendigkeit von den Menschen vor Ort, da praktisch einen Raum zum Lernen und Unterrichten zu haben, aber auch mal sich zu irgendwie treffen, zu diskutieren, Musik zu machen und das nicht nur wieder ein Zeltverschlag, weil das ist mir schlichtweg gesagt, sondern irgendwie in einer inspirierenden und einladenden Form. Und da ist praktisch dann auch von den Leuten diese Idee von der Kuppel und von dieser, von diesem Geodesic Dome gekommen. Ein Ziel ist natürlich ganz im Sinne von Habibi Works und also von Anfang an, dass praktisch das, die Leute sich sozusagen selbst erarbeiten. Also das praktisch, dass man zumindest ein Stück weit wieder selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Handeln ermöglichen kann. Und natürlich bei diesem Projekt auch so ein kollektiver Prozess so ganz im Vordergrund stand. Genau, und für den Dome braucht es natürlich dann auch ein Team, das das Ganze verwirklicht. Und da haben sich drei Syrer gefunden. Einmal Ahmad, der ehemaliger Lehrer für Arabisch und Französisch war. Ala Aldin, der sehr begabt im Schweißen und mit Holz war. Und ehemaliger Truckfahrer. Und Husay, der ehemaliger Diskuswurfer im syrischen olympischen Team ist und eben auch sehr gut schweißen kann. Genau, und auf diesem Foto sieht man jetzt, waren alle ganz happy. Das ist der Moment, als praktisch diese Unterkonstruktion zum ersten Mal zusammengesetzt wurde. Und jetzt nochmal kurz so als übergeordnetes Ziel war praktisch so, also so im Sinne von Empowerment, die Leute dazu irgendwie ermöglichen, dass sich praktisch die Leute selbst sich auch Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen können. Und das auch durch so ein, also auch in einer irgendwie durch künstlerische Mittel oder in einer gestalterischen Form. Genau, und jetzt fangen wir mal von Anfang an. Okay, also was war Anfang? Okay, Notwendigkeit nach diesem Raum, Wunsch nach diesem Raum und auch von dieser irgendwie Kuppel oder inspirierenden Aussehen und Einladen. Und dann war praktisch sozusagen, dass man diese Struktur von Richard Buckminster Fuller, eigentlich so ein Architekturvisionär, hernimmt, auch irgendwie so ein klar und bewusstes Statement, dass man praktisch eine frei zugängliche Struktur, praktisch für alle erreichbare Struktur verwendet. Genau, und am Anfang stand eben die Idee, ein lasergekartetes Modell zu entwerfen, damit wir auf einem Niveau sind, um auch diese Sprachbarriere zu überwinden. Was machen wir eigentlich? Wo sind die Schwierigkeiten? Wie können wir das austauschen? Und wir sprechen kein Arabisch, Englisch ist manchmal auch schwierig, also haben wir es einfach über das Modell gemacht. Hier sieht man dann diese lasergekarteten Parts von dem Modell und der Kerngedanke, da war dann auch eben das Analoge und das Digitale zu verbinden. Hier sieht man dann noch so ein Chick, das wir lasergekartet haben, damit diese Verbinderstücke zum Schluss in den perfekten Winkeln geschweißt werden können. Genau. Wichtig war auch, dass wir immer im Team gearbeitet haben und dass eben, egal was wir gemacht haben, dass nicht die Rolle von einem war, sondern dass wir da immer wieder zusammen drüber geschaut haben. Okay, und nachdem dann war es ungefähr 1 bis 2 Wochen praktisch dieses Form gefunden wurde und diese mit eben auch Unterstützung durch lasergekartete Schablonen, die Einzelteile gefertigt waren, wurde es spannend. Also praktisch zum ersten Mal dann dieser Test in Realität, passt alles zusammen. Und da war wie schon im ganzen Projekt natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Struktur, also dass man praktisch auch durch dieses Modell erst und auch jetzt in diesem Aufbau die Struktur
sozusagen so angelegt ist, dass sich jeder einbringen kann und es im Prinzip also irgendwie non-hierarchisch ist und für alle praktisch irgendwie auf Augenhöhe funktioniert und für alle irgendwie zugänglich ist. Hier lachen gerade alle, weil dieser erste Doppelring fertig ist, auf diesem, also von dieser Kuppel und ab diesem Zeitpunkt eigentlich sich die Struktur eigentlich selbst justiert und dann eigentlich die nächsten Stücke relativ einfach zu montieren sind. Okay, jetzt drück mal ein bisschen auf die Tube. Und sozusagen ist dann diese irgendwie gefundene und fertig gebaute Form, also für uns, also auch ein Statement, das praktisch, wenn sich Leute mit ihrer Energie, Interesse und ihren Talenten auch aus, mit unterschiedlichsten Interessen, unterschiedlichen Herkünften und kulturellen Hintergründen irgendwie zusammenfinden und alle ihre Energie einbringen, das für die sozusagen für das Projekt irgendwie nur konstruktiv ist und auf einer abstrakteren Ebene praktisch für die für Gesellschaft nur bereichernd oder gewinnbringend ist. Genau, und diese Struktur von dem Dome verbildlicht ja das Ganze, diese Netzwerkstruktur, in der wir zusammengearbeitet haben, von München bis Katzikas, das Wissen alternativ vermittelt wurde. Wir haben Schweißen gelernt, Sie haben Lasercutten gelernt, genau. Und deswegen gefällt uns auch dieser Dome so gut, weil der das Ganze einfach nochmal in einem künstlerischen Bild auch darstellt. Okay, jetzt noch, also dann kommt noch ein bisschen so vom Ablauf. Dann haben wir praktisch diese Grundstruktur abgedeckt mit ganz vielen Holzbrettern. Da war auch das Zusammenarbeiten wieder, hat es vereinfacht. Dann eine wasserdichte Schicht mit Plexiglas als Fenster. Und praktisch dann nochmal so zum Schutz Holz abgedeckt. Und dann das fertige Gebäude, der fertige Raum. Genau, und jetzt zum Schluss noch die Fragestellung, wie nutzen wir das jetzt eigentlich? Und es wird einfach zum gemeinsamen Essen genutzt. Für Konzerte. Einfach mal zum Entspannen oder ruhig lernen. Mit Blick auf die Berge, genau. Und das war's von unserer Seite. Von dem Projekt, genau. Jetzt übergebe ich nochmal an Flo. Genau, in ein paar Minuten haben wir hoffentlich noch für Fragen. Ich gehe ganz kurz mal rüber in den Browser und gucke in die Fragen rein. Ups, jetzt Internet natürlich genau jetzt weg, klar. Okay, aber wir können natürlich auch hier, wenn es Fragen im Publikum direkt gibt. Ich habe keine Netzwerkbuchse, Mac. Also, sie hat. Ja, vielen Dank. Das war wirklich ein fantastischer Einblick in eine fantastische Arbeit. Ich glaube, wir können auch Fragen direkt stellen. Wir brauchen das nicht den Rechner dafür, sondern wir können das hier direkt im Publikum machen. Wir sind alle anwesend. Gibt es direkt hier Fragen? Bevor ich dann eine dringende habe. Wie lange leben denn die Menschen in dem Camp oder welche Perspektiven haben die danach? Sind die da für ein Jahr, zwei Jahre oder? Genau, also die Menschen, die wir jetzt maßgeblich betreuen und auch zu unseren Freunden zählen können, sind im März 2016 gekommen, also nach Griechenland, davor waren die auch schon jahrelang teilweise auf der Flucht. Das heißt, März 2016 gekommen, jetzt jährt sich das Ganze und seit dem Winter 2016 wurden die in Hotels oder Apartments umgesiedelt, weil einfach der Wind, es war nicht mehr machbar, weder in diesen Zelten noch in diesen Wohncontainern. Im Moment steht dieser teuerste Zeltplatz oder Acker Europas immer noch leer. Das heißt, es werden weitere Millionen reingebuttert, um dann irgendwann wieder neue Leute reinzumachen. Obwohl jeder eigentlich jetzt nach einem Jahr spätestens kapiert haben soll, dass es sinnvoller wäre, vielleicht das Geld, was man da reinmacht, Griechen in die Hand zu geben, Mieten zu bezahlen und den großen Leerstand in der Stadt zu beheben. Aber das ist eine Diskussion, die wir weiterführen werden müssen. Ja, ich hab eine Frage und zwar jetzt zu dem zweiten Projekt. Beim ersten wurde ja gesagt, es gab viel Unterstützung auch von Firmen, die Geräte leihen zum Teil oder Hochschulen. Wie ist dieser Dom konkret finanziert worden? Auch das Holz muss heran, auch das Plexiglas muss heran. Wie ging das? Also natürlich über konkrete Spendengelder, wo wir angefragt haben, für dieses Projekt zu spenden. Entschuldigung, es war natürlich auch ein Anliegen, also das in dem Sinne von irgendwie auch low budget oder also das nicht zu teuer zu werden. Also dieser ganze Raum hat jetzt letztendlich so 2000 Euro gekostet. Das heißt, es ist auch nicht so viel. Es ist natürlich die Struktur von Habibi Works
da, also die es ist ja diese Werkstatt da, die sich über Spenden Gelder generiert, und davon ist ja dieses Projekt auch Teil sozusagen. Also es ist ja nicht getrennt, das heißt diese einfach aus dieser Struktur raus, die da ist. Und es hat dann natürlich für dieses Projekt auch konkret Spenden gegeben und ist im Prinzip finanziert, also einfach finanziert, ja. Genau, da kann ich vielleicht kurz noch was sagen. Aus Vereinssicht sozusagen ist komplett spendenfinanziert. Und die Frage, wie ihr uns unterstützen könnt, ist ganz klar, wenn es bei euch Leute gibt, die sagen, ich will da mal mitmachen, dann meldet euch einfach, lasst uns wissen, was ihr gern machen wollt. Ihr könnt natürlich Kontakte für uns herstellen zu Unternehmen oder anderen Initiativen, wo ihr sagt, das passt doch irgendwie, ihr solltet euch kennenlernen, für Materialspenden, Geldspenden, was auch immer. Ihr könnt euch zum Newsletter, Facebook und so weiter anmelden. Und das, natürlich diese Sick-of-Waiting-Geschichte ist mehr so eine Awareness-Sache. Aber das ganze Projekt ist tatsächlich nur durch Spendengelder finanziert. Wir selber, das ganze Team, wir sind manchmal mit bis zu 10 Leuten vor Ort, sind alle komplett freiwillig da, das heißt, es werden keine Gehälter ausgezahlt. Und das ist jetzt auch genau so eine Sache, wo wir aus Projektsicht, und ich denke, da kann nicht jeder FabLab-Manager auch verstehen, dass wir da jetzt langsam drauf gucken müssen, was machen wir hier eigentlich? Wie können wir uns selber erhalten? Wollen wir das wirklich aus Spendengeldern machen? Wollen wir das aus so Firmenpartnerschaften machen und so weiter? Also da sind wir genauso wie, ich denke, viele andere FabLabs in genau dieser Position, dass wir nach einem Geschäftsmodell suchen müssen, dass wir verstehen müssen, wie kriegen wir das überhaupt hin? Wir haben noch Zeit für ein oder zwei dringende Fragen aus dem Publikum, wenn es sie denn gibt. Ich kann... Ansonsten? Ah, okay. Ja, gibt's? Wo? Ich sehe sie gerade da hinten noch. Dankeschön. Ich hätte eine Frage dazu. Wer entscheidet, wer bei euch mitmacht von den Flüchtlingen? Kommen die Leute einfach so her? Vielleicht habe ich nicht aufgepasst, ich habe das irgendwie nicht mitgekriegt. Aber irgendwie muss man das wahrscheinlich schauen. Es können ja nicht alle kommen wahrscheinlich von den Leuten und wollen wahrscheinlich auch nicht. Genau, ich denke, da muss man, das ist genau wieder so ein Missverständnis, dass man, also nicht jeder geht gerne in ein FabLab sozusagen. Wir zwingen niemanden dazu. Das heißt, es ist genauso wie in der echten Welt oder wie in einem Züricher sozusagen FabLab. Die Leute, die sich irgendwie davon angesprochen fühlen, die kommen dann auch. Und was wir ganz klar machen, und da haben wir überhaupt nicht groß zu kämpfen, ist wirklich, dass jeder gleichberechtigt kommt. Also Frauen wie Männer, Kinder ist schwierig natürlich, weil wir da auch speziell Programme anbieten müssen. Aber ansonsten auch insbesondere Nationalitäten, da gibt es keine große Reibungsfläche. Und wenn wir sowas sehen, dann sind es oft auch die Leute, die uns darauf aufmerksam machen und dass wir das glatt ziehen. Also da gibt es ein ganz großes, wir haben so schöne Momente, wo wirklich auch die Nationalitäten untereinander dann wirklich ein großes Verständnis füreinander aufbringen. Und auf einmal die Syrer das afghanische Essen feiern oder man sich gegenseitig hilft. Und auf einmal hast du da ein multinationales Team mit einem Griechen, mit ein paar Deutschen. Wir haben ja auch, unser Team ist ja multinational. Wir haben Amerikaner dabei, Spanierinnen, Franzosen, Marokkanerinnen. Also wirklich ganz bunt gemischt. Und das ist so der Trick, dass irgendwie geht die Nationalität da voll verloren. Und auch dieses ganze Kriterium Mann, Frau. Wie gesagt, man sieht da viele Momente, wo man Situationen erlebt, die man so gar nicht erwartet hätte. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Ja, jetzt würde ich mich aber doch noch interessieren, jetzt muss ich doch noch nachfragen. Es ist ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen wahrscheinlich. Wo sind denn dann tatsächlich auch Probleme, mit denen ihr konkret konfrontiert seid? Oder ist es alles Friede, Freude, Eierkuchen und es ist eine große, heile Community dort unten? Nee, also ist natürlich auch als... Oder jetzt auch, also das Projekt Happy Works oder auch jetzt dieses Projekt von diesem Bau, von diesem Raum, es ist natürlich ein Stück weit schon auch ein Statement dafür, erstmal bewusst zu machen und auch, dass die, also wie die Lage der Menschen vor Ort ist. Das heißt, es ist ja nicht nur schöne Beschäftigung, sondern es geht ja darum, dass die Leute selbstbestimmt wieder handeln oder so. Das heißt, es ist eigentlich ein Versuch, in einem positiven, konstruktiven Weg praktisch gegen sozusagen irgendwie so einen Missstand. Ja, Probleme wie immer im Leben können ja auch positiv sein. Also bringen einen dann weiter oder man denkt um, hat man nicht genügend Geld. Die Frage zielt eigentlich, ist es wirklich ein gutes Miteinander? Meine Kollegen eiern so ein bisschen rum, ne? Also ich mach's mal konkreter. Also es gibt die ganz normalen Probleme, glaube ich. Da hat mal ein Ehemann mit seiner Frau Probleme und wir nehmen den Ehemann sozusagen unter unsere Obhut. Der schläft dann auch mal ein paar Tage bei uns in Habibi Works, weil es einfach Ärger gibt. Genau diese Situation hat man. Man hat Kinder, die mal aufeinander losgehen. Das ist wie in einem normalen FabLab, dass mal einer sich beschwert, warum hat der nicht sauber gemacht. Das sind die ganz normalen Dinger, glaube ich, wo wir wirklich Reibungspunkte haben und wo wirklich viele Probleme haben, wo wir einen Haufen Zeit verschwenden. Das ist im Kontakt mit Behörden, mit der Armee, mit der Polizei, mit großen NGOs, die mit riesen Millionenbudgets dahinkommen
und Afrika spielen, die bauen Zeltlager in Europa, in ein Land, was überhaupt keine Zeltlager braucht. Das sind die Momente, wo wir wirklich, also aus Organisationssicht würde ich sagen, teilweise bis zu 30% unserer Arbeitszeit verballern, indem wir falsche Informationen bekommen, gar keine Informationen und irgendwie versuchen, uns in diese Flüchtlingskrise, die wirklich hausgemacht ist, einzubringen. Also das sind die Sachen, wo wir sicher eine Sonderbelastung haben im Vergleich zu normalen FabLabs, wo es wirklich auch mal richtig knallt. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich und großes Applaus auch für das ganze Engagement und den Vortrag natürlich hier. Danke, vielen Dank. Wir haben unseren Stand hier oben in dieser FabLab-Bereich. Das heißt, ihr kommt einfach die Treppe hoch und dann gleich links sind wir der Eckstand. Und da beantworten wir gerne alle eure Fragen. Könnt ihr euch zum Newsletter eintragen und so weiter. Vielen Dank. Wunderbar, vielen Dank.